Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil meiner Buchvorstellung und Zusammenfassung Weltsystemcrash von Max Otte. Du findest den Link hier unten unter dem Video in der Beschreibungsfeld, wenn du dich dafür interessieren willst. Wirklich empfehlenswert, da diese 25 Euro mal zu investieren. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches und auch wissenschaftlich fundiertes Buch, ja. Also nicht nur einfach ein Buch mit lauter Thesen, sondern auch mit vielen Daten. Und ich möchte einfach nochmal hier den ersten Teil, den ich hier oben auch nochmal verlinken werde und hier unten auch meiner Buchvorstellung nochmal verlinken, wo ich primär über diverse Kriegsszenarien, das heißt also, da hatten wir von nur, also bis zur Seite 100 ungefähr hatte ich dort zusammengefasst, diverse Kriegsszenarien, die möglich sind, die in der Historie unserer Weltwirtschaft bereits stattgefunden hatten und die Auswirkungen und die noch theoretisch möglich sind. Und das möchte ich jetzt ganz gerne nochmal zusammenfassen mit den Kriegsszenarien des Graham Allison, ja, also des politischen Wissenschaftlers, den sogar ich kenne, ja, also das heißt, der hat schon einen gewissen Wiedererkennungswert, ja, also einen gewissen Erkennungsgrad. Er sagt, es gibt insgesamt fünf Möglichkeiten, wie es zu Konflikten kommen könnte, und der erste ist eine unabsichtliche Koalition von Kriegsschiffen. Also ich hatte ja auch beschrieben, und das Buch beschreibt es noch mal detaillierter, wie mittlerweile im chinesischen Meer dort kontrolliert wird, gewisse Durchgangsstraßen, ja, ähnlich wie der Panama-Kanal, also nicht genauso vergleichbar, aber ähnlich, ja, sehr wichtige Durchfahrtsstraßen, wo ein sehr hoher Prozentsatz des Weltwirtschaftshandels zu See einfach durch muss, aufgrund geografischer, und das sind wir wieder wie immer bei der Geografie. Ne? Das war schon immer ein Thema in der Menschheit. Ne? Also der quasi schon damals im Mittelalter, ne, das Ritterheer, das vom Hügel her angreifte, hat den Vorteil im Gegensatz zum Ritterheer, das von unten anmarschierte. Ja? Also immer die gleichen Themen eigentlich bei uns Menschen. Strategie und gegeneinander anstatt miteinander. Aber gut, ich will jetzt nicht wieder abschweifen. Taiwan bewegt sich also in Richtung Unabhängigkeit. Jetzt haben wir eigentlich letztendlich das Problem schon bei Hongkong, das ja theoretisch nicht mehr zu, das jetzt theoretisch nicht mehr zu zum Commonwealth, British Commonwealth gehört. Aber natürlich die Hongkongesen ganz anders ticken wie die Chinesen. Ja? Und deswegen haben wir da die nicht zu unterschätzenden Unruhen auf den Straßen, wo natürlich China, wo es scheint, dass China auch nicht so richtig weiß, wie es jetzt damit umgehen soll. Ne? Sollen sie jetzt den Daumen oben drauf setzen, sprich Polizei auch marschieren massiv, das Ganze unterdrücken oder eben nicht, und scheinen da auch ein bisschen überfordert zu sein mit den Hongkonesen. Also ich hatte mal einen sehr guten Freund aus Hongkong in meiner Studienzeit, also es war vielleicht sogar mein bester Freund über einen Zeitraum von 1-2 Jahren. Und daher weiß ich auch ein bisschen, wie die Hongkongesen ticken. Ne? Ich hatte so mit ihm auch im selben Studentenheim gewohnt und so weiter. War mit ihm bei meinem ersten Praktikum bei Lehman Brothers. Dort habe ich ihn kennengelernt. Ja. Und wie gesagt, war über 1-2 Jahre hinweg, 1-2-3 Jahre ein sehr guter Freund von mir. Hat dann noch Masters weiter studiert und ich bin dann eben in die Wirtschaft gegangen, relativ schnell. Und der ist heute noch in Chester und programmiert dort, also mittlerweile ist er natürlich Abteilungsleiter oder irgendwas. Und von daher weiß ich auch ein bisschen, wie die Hongkongesen ticken, und die ticken auf jeden Fall anders wie die Chinesen, ja? Also das sollte man als Europäer auch nicht verwechseln, ja. Eine dritte Partei, zum Beispiel Japan oder Südkorea, provoziert einen Krieg. Gut, die Japaner, ich glaube, dass die an Krieg kein Interesse haben. Das ist meine persönliche Meinung. Denn die hätten schon längst nötig gehabt, ne? Weil die haben so viele Probleme.
mit ihrem demografischen Wandel, ja, die haben ja fast keine jungen Leute mehr, dann ist es einfach eine Insel, ne? Die haben einfach wenig Platz. Also wenn du dir in Tokio mal ein Hotel mietest, ja, und das ist größer wie 7, dein Zimmer ist größer wie 7 Quadratmeter, dann hast du schon 5 Sterne. Ne? Also ja, deswegen bin ich da auch nie. Ich war früher mal Japan-Fan, wie ich das hat aufgrund meiner ja, Affinität zu Kampfkünsten und so, als ich jünger war. Und habe dann auch Japanologie ein bisschen nebenbei studiert und wollte einfach Japanisch sprechen, eher weniger schreiben. Aber ich bin dann dort letztendlich nie hingefahren, weil erstens damals war ein Flug 3000 Euro oder 3000 Mark. Das war 1989, 1995 irgendwie so in der Drehung, wo ich Japanologie studiert habe. Tashiba Thomas des, ja, Anatawa. Und zum Zweiten habe ich dann realisiert, ja, wie eng und klaustrophobisch da einfach Tokio und so weiter ist. Und der Dojo meines Großmeisters, der wäre gerade außerhalb, also in den Suburbs, also im Speckgürtel von Tokio gewesen. Und da wollte ich eigentlich als allerwenigstes hin. Ja, wäre mein Großmeister damals in Okinawa gewesen, wäre ich wahrscheinlich hingeflogen für ein Jahr oder sowas, ne? Na gut, irgendwie hätte ich mich finanziell schon durchgeschlagen. Nordkorea kollabiert und hinterlässt ein Vakuum. Also, ja, also Nordkorea, denke ich mal, wird teilweise wirklich überschätzt. Da war eine Menge Säbelrasseln mit Donald Trump, ja, zum Beginn seiner Amtszeit hauptsächlich auch. Aber das war teilweise wirklich kindisch. Also ich meine, was will denn ein Land mit Baby Nordkorea letztendlich? Die sind ja wirtschaftlich sowas von am Boden, ja. Und vor allen Dingen, die haben weder Öl noch Gas wirklich, ja. Also wo haben denn die einen Hebel hier, ja? Verstehe ich nicht ganz. Ist meiner Meinung nach viel Schauspielerei dabei, auch seitens der USA und die eigentlich wichtigen Länder für die USA sind ganz andere. Ja. Der Handelskrieg gerät außer Kontrolle. Also gut, das ist ja das, was wir jetzt immer wieder spüren und wo jetzt einfach der Donald Trump auch mal gesagt hat, okay, bei einigen Dingen hat er ja recht, ne? Weil China ist schon ganz clever, ne? Wie sie uns quasi so schleichend kriechen wie eine Schnecke. Ne? Also quasi immer mehr aufsaugen von der westlichen Welt an Wissen, an Einfluss, an Businesses, an Infrastruktur und das dann ja eben auch entsprechend kontrollieren. Und also das langfristige Ziel von denen, ja, also die Vision ist ist ganz klar, ne? Also the next big superpower, ne? Also das ist von daher hat Donald Trump einfach das was ist denn letztendlich der erste Präsident, der sozusagen die Eier gehabt hat, die einfach mal auf den Tisch zu hauen? Vielleicht in der Art und Weise, wie es vielleicht nicht optimal ist, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht aus dem Buch. Und hier einfach mal die einen oder anderen Dinge hier mal zu durchleuchten, ja, und auch mal China zu sagen: Hey, ihr wollt das und das, aber das ganze Spiel basiert auf Nehmen und Geben und nicht nur, ja, und nicht nur in eine Richtung. Und was auch häufig bei unserer ganzen Anti-Donald Trump-Mainstream-Massenmedien, also wie da teilweise gegen den gehetzt und wurde hier in Deutschland oder in Europa oder dem, der ins Lächerliche gezogen wurde oder wird noch, ja, ist ja, also wenn du jemanden auf der Straße fragst, der sich nicht tiefer, immer das gleiche Problem, der Average, also der durchschnittliche Bürger hier, ja, der sich nicht tiefer mit den Materien beschäftigt, weil er eher keinen Bock hat, weil er keine Zeit hat, weil er sich überhaupt gar nicht dessen bewusst ist, dass es die Möglichkeit gibt oder vorteilhaft für ihn wäre, sich mit der Materie tiefer zu beschäftigen, damit er sich eine eigene Meinung bilden kann und nicht genau alles das glauben muss, was im RTL läuft oder im ZDF, ja? Oder in diesen 5 Minuten Tagesschauen. Das fällt dabei einfach weg, ja? Und der glaubt halt dann, dass Donald Trump ein lächerlicher, inkompetenter, dämlicher Spinner ist, der uns alle in Gefahr bringt. Ja? Weil letztendlich hat er mit vielen Dingen ja recht. Ja?
Und zum Beispiel, dass die Zölle gegen Deutschland oder Europa, ne? Viele Zölle Europas gegen den USA sind viel höher als wie umgekehrt. Ja? Das heißt, der Protektionismus Europa gegenüber USA, ja, also ich weiß jetzt die aus gerade nicht auswendig, ich glaube, das war bezogen auf Autos, also wirklich wichtige Industrien, da wo wir Zölle haben, die 3-4 Mal höher waren als wie die, vice versa. Ja? Und er sagt, ähnlich wie bei China, einfach einige Unstimmigkeiten sind. Man könnte auch einfach sagen, wir lassen links und rechts die Zölle weg, ja, haben wir beide mehr davon. Ja, und die ganze Verwaltung und der ganze Popelkram, die ganzen Beamten, die sparen uns dann auch noch gleich. Also das ist halt vieles, was Donald Trump macht, ja, wird völlig missinterpretiert und einfach in den Medien auch so dargestellt. Und ja, und die breite Bevölkerung glaubt es dann wieder und es ist immer das gleiche Spiel. Ja. Also einfach mal hier Bücher kaufen und das muss nicht das einzige Buch sein. Ich verlinke euch hier unten mindestens jetzt mal meine 5 Top-Bücher, was das Thema Währungskrise, Eurokrise, das hängt ja alles miteinander zusammen. Währungskrise, Eurokrise, Wirtschaftskrise, Währungsreformen, ja, Currency War könnte passieren, ja, also das ist letztendlich der Streit um, wer hat die schwächste Währung, ja, um unsere Wirtschaft und unseren Export zu retten, ja. Könnte das nächste große Thema werden, zum Beispiel, ja. Also nicht nur die Bankenerodierung in Deutschland oder in Europa, sondern das Thema Währungskrise oder Währungskrise oder ist mein Bäcker. Währungskrise und so weiter. Das ist eigentlich das eigentliche Thema, was zum Beispiel das Problem, was die USA haben, ja, und wir wollen definitiv keine Krise wirklich in den USA, weil die ziehen garantiert alle mit runter. Ja. Okay, also das ist jetzt nochmal kurz hier in 10 Minuten, 12 Minuten nochmal kurz abgewickelt, das eigentliche, das Thema der ganzen Konflikte mit China, Russland und überhaupt die Kriege. So, und jetzt hier das Kapitel 4, das fängt bei 103 an. Der lange Abschied von Bretton Woods. Und das ist mal letztendlich etwas, wo wirklich jeder verstehen sollte, also jeder in der Bevölkerung. Bretton Woods war mal so ein Abkommen, ja, da hat man einfach gesagt, okay, wir wollen nie wieder Krieg, ja, und dann hat man sich zusammengesetzt, das war dann letztendlich nach dem Zweiten Weltkrieg, und dort hat man einfach 44 Staaten sind da zusammengekommen in einem Hotel 1944 oder wann es da war. Und ja, und dann hat man auch zum Beispiel gesagt, okay, US-Dollar ist die Leitwährung und soll halt mit Gold hinterlegt werden. Und eine Unze Gold, ja, soll genau 35 Dollar sein. Also ich habe hier zufällig eine mal von meiner Bank für dieses Video geholt. Also das hier sind zum Beispiel 100 Goldpfund, ja, also ich mag die Pfund sehr gerne, vielleicht weil ich in England eine Zeit lang war. Und ich denke mal, Pfund ist so eine alte Währung, die wird es auch noch in 100 Jahren geben. Und dann kann ich notfalls immer sagen, das Ding ist 100 Pfund wert, ne? Kann ich mir, ich weiß nicht was, irgendwie 20 Cappuccinos davon kaufen bei Starbucks, wenn alles andere den Bach runtergeht. Nee, Quatsch, war jetzt nur ein bisschen überspitzt. Also, das ist einfach das große Ding. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf Seite 106 kommt eine Überschrift, die heißt Das Ende der Globalisierung. Und die zwei, drei Seiten, die dann da folgen, die finde ich sehr fordernd. Also, da bin ich teilweise überfordert, das wirklich zu verstehen, was dort zusammengefasst wird. Na, also, das muss ich mir auch selber nochmal durchlesen und durch den Kopf gehen lassen. Also, für Oma und Opa ist es nichts. Und dann kommt der Nixon-Schock und da möchte ich mal ein paar Worte dazu sagen. Dort gibt es eine sehr gute Grafik auf Seite 110, die solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen. Das ist einfach das, wie der Dollar oder der Wert der Währung Dollar einfach erodiert, ja, wie krass innerhalb von ein paar Jahren aufgrund dessen, dass diese Dollar-Gold physisch Gold
Bindung, ja, aufgehoben wird, ja. Und ich meine, das sind ja gerade mal, ich meine, das sind gerade mal 10, 20 Jahre, wo man einfach eine Sache festlegt und dann schon wieder aufhebt und dann schon wieder komplett, ja, weil es einfach gerade, und der Grund dafür war natürlich was? Der Vietnamkrieg, ne? Dort hat man einfach mehr Geld gebraucht, etc. Aber jetzt möchte ich hier mal ganz kurz was anderes noch anfügen, was auch aus dem Buch sehr gut beschrieben wird. Und zwar Bretton Woods, also nicht Bretton Woods, sondern der Nixon-Schock, das ist vielleicht jetzt vielen noch bekannt, weil davon wird in letzter Zeit sehr viel auch in Bezug auf Edelmetalle gesprochen. Ne? Einfach Nixon sagt einfach, naja, jetzt hebe ich das auf, diese Dollarbindung, und dann habe ich einfach, kann ich einfach mehr drucken und dann kann ich meinen Krieg finanzieren etc. Aber was eigentlich Tatsache ist, und es wird auch im Buch beschrieben, dass bereits zwischen 1952 und 1971, also letztendlich ja kurz nach Bretton Woods und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also letztendlich noch lange, also was heißt lange, 15, 20 Jahre, lange vor Aufhebung von Nixon des Goldstandards, im Vietnamkrieg, zu Zeiten des Vietnamkriegs, hat bereits der Dollar an Wert über 20% verloren. Das heißt, selbst als er noch theoretisch Goldstandard war, ein Dollar, eine Unze Gold, das heißt, schon in diesem Zeitraum, das heißt schon in diesem Zeitraum, ja, das reicht. Das heißt, schon in diesem Zeitraum hat der Dollar verloren. Ja? Und zwar um 20%. Und das war eben auch einer der Hauptgründe, warum letztendlich dann die Goldbindung wieder aufgemacht ist. Das heißt, mit anderen Worten, egal was man macht, ne, man schießt immer über das eigentliche Ziel einer stabilen Währung hinaus, weil man sich einfach nicht daran hält, indem man einfach die Geldmenge ausweitet. Und einer der Gründe war dafür, in dem Fall auch sehr gut beschrieben im Buch, ist, dass kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eben die ganze Welt die Güter und Dienstleistungen von Amerika gebraucht hat, weil Europa war in Schutt und Asche, die hatten nichts, sie hatten auch keine Fabriken mehr, teilweise keine Städte mehr, nichts mehr, haben selber nicht mehr sich produzieren können und alles. Es gab keinen Binnenmarkt, der war einfach am Boden zerstört. Ja, es ist einfach so. Und hatten aber auch kein Geld. Also sie brauchen Güter und Geld. Und wie geht das? Indem man ihnen Kredite gibt, ja, um dann letztendlich gleichzeitig diese wieder zu verwenden, um bei sich selbst einzukaufen. Das heißt, die USA war der große Lieferant von Gütern und Dienstleistungen zu dem Zeitpunkt, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Die anderen hatten alle kein Geld. Also sagt die USA, hier hast du geliehenes Geld, damit du mit diesem Geld dann gleichzeitig wieder bei mir einkaufen kannst. Na, das Spielchen ist, was jetzt Europa seit Jahrzehnten macht mit den Südländern. Ja, also Deutschland, Nordländer mit den Südländern. Ja, wir produzieren in unserem Binnenmarkt alle möglichen Güter, verschenken die quasi an Länder wie Griechenland und so weiter oder Italien, die also quasi schon 10-mal vor der Pleite gerettet werden mussten. Ja, das heißt, wir verkaufen dort Autos, also machen Geschäfte, kriegen aber kein Cash in Return, sondern einfach nur, es wird einfach nur eine Verbindlichkeit in der Bilanz geschrieben, die wir. Also wir haben Außenstände, ja, nennt sich das in der Bilanz technisch, wo wir letztendlich schon jetzt wissen, dass wir die nie eigentlich wirklich einfahren werden. Und nicht ganz so schlimm, glaube ich, war es damals mit den USA, aber das hat eben weil einfach viel mehr Geld da war plötzlich über Kreditvergabe. Das bedeutet, es wird einfach Geld aus dem Ex nihilo, Geld aus dem Nichts geschöpft. Und das heißt, es war einfach plötzlich nach 10, 20 Jahren schon wieder so viel mehr Geld da über diese Kredite. So viel mehr Dollar, dass die natürlich das Ganze, also viel mehr Dollar wie Gold, weil Gold wurde zwar auch ein bisschen vielleicht geschürft, aber nicht im gleichen Verhältnis. Das heißt, dass einfach die Bindung an Gold schon fast nicht mehr möglich war, denn ich habe hier ganz viele Dollar jetzt plötzlich. Jetzt kommt jemand mit ganz viele Dollar. Ja, wesentlich mehr Dollar wie vorher im Verhältnis im Umlauf.
und will plötzlich sein Gold zurück, weil das ist ja gedeckt 1 zu 1, ja, eine Unze Gold $35. Jetzt ist aber quasi die Geldmenge von 100% auf 200%. Jetzt hat der jetzt müsste ich eigentlich sagen, okay, jetzt brauche ich $70, ja, für eine Unze Gold, weil die Geldmenge hat sich ja verdoppelt. Der Standard ist aber immer noch $35 pro Unze Gold. Ja. Jetzt kommt der mit den $70, weil die Geldmenge hat sich auch mal verdoppelt, jetzt nur als Beispiel, Rechenbeispiel, und will 2 Unzen Gold. Ja. Und dann sagt sich der, ja, wir haben aber nur eine Unze Gold da, weil das hat sich jetzt nicht so unbedingt verdoppelt in den 10 Jahren, unsere Goldreserve. Und das Problem war eben dann kurz vor dem zweiten Vietnamkrieg, dass der damalige französische Präsident eben gesagt hat, naja, das Spielchen finde ich alles super, ich will jetzt einfach mal, wir haben eine Golddeckung und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Gold wieder nach Hause holen, das wir ja quasi im Zweiten Weltkrieg von den Nazis in Amerika verstecken mussten. Und dann sagt halt USA, naja, du hast ein bisschen viel Dollar, lieber französischer Präsident, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, und wir haben eigentlich ein bisschen wenig Gold, dann heben wir einfach mal die Golddeckung auf, ne? Weil das passt uns jetzt gerade nicht so. Und abgesehen davon können wir den viel mehr drucken dann und den Vietnamkrieg finanzieren und unsere Rüstungsindustrie mal so ein bisschen pushen. Also das ist mal so in der nutshell, was hier letztendlich und wo du hier auch in wenigen Seiten nochmal gut beschrieben hast, ja, nochmal mit Graphen, Seite 110, und die Wechselwirkung einfach zwischen autonomer Geldpolitik, freie Wechselkurse, freier internationaler Kapitalverkehr. Absolut lesenswert. Und das nächste ist dann die Ära von Ronald Reagan. Ja, die habe ja ich auch noch miterlebt. Also da war ich dann auch langsam schon mal auf der Welt. Ne? Ich mit meinen, ich gehe jetzt auch schon auf die 35 zu. Das weiß ich dann auch noch von meinen ersten Schuljahren. Ja. Und das Thema und alles Weitere dann im nächsten Teil, weil das Video schon wieder über 20 Minuten länger, möchte ich die Videos nicht machen. Von daher, gib mir einen Daumen hoch, wenn dich das Thema weiterhin interessiert. Und ich denke, es ist ein wichtiges Thema, wo du dann letztendlich als Basis-Know-how auch sehr gut verwenden kannst für deine Investmententscheidungen, deine persönlichen Investmententscheidungen. Wie nochmal, es geht nicht darum, sich über Gott und die Welt Gedanken zu machen und sich den ganzen Tag über Sachen aufzuregen oder sowas ähnliches, ja. Sondern es geht darum, dass du die Verantwortung selbst übernimmst, deine Finanzen, deine Altersvorsorge, deine Investitionen, wie du sparst, wie du Geld verdienst, alles selbst in die Hand nimmst. Und dafür ist dieser Kanal da. Dich einfach immer weiterbildest und einfach auch die Zusammenhänge verstehst in unserer Wirtschaft besser verstehst und dadurch eben als rein logische Schlussfolgerung deine Investmententscheidungen für dich persönlich, ja, optimierst. Und das soll es gewesen sein für diesen Teil. Ich hoffe, du bist beim nächsten Teil wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Weltsystem-Crash, ja, und dann werde ich das Ganze auch nochmal vergleichen mit anderen Crash-Büchern, die ich dir alle hier unten verlinke. Kannst du dir selber holen, vielleicht kannst du auch schon mal jetzt gleich dir das Buch holen, ein bisschen durchlesen und mir dann auch eben sagen, wie du zu den Kapiteln stehst, die ich hier penibles genau durchgearbeitet habe. Und mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja? Da würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wie gesagt. Und hier oben dann auch vielleicht klickst, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast. Ja? Und oder gleichzeitig hier oben das nächste Video bereits eingeblendet wird. Ne? Ich versuche, dass ich das so hinkriege. Dann toi toi toi, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und tschüss.